Die Seitenblicke waren bereits öfters zu Gast im Kinderdorf Pötsching im Burgenland. Die Seitenblicke helfen ja jährlich mit und ein Jahr wurde das Haus hier aus dem Licht ins Dunkel gefahren, Seitenblicke-Geldern errichtet und es ist ein Vorzeigehaus. Unterstützt wurde dieses Mal die Licht-ins-Dunkel-Mission von einem Baukonzern. Ja, ich habe mir erlaubt, eine Kleinigkeit mitzubringen, um das Osterfest auch hier zu verschönern. Es ist am besten, wenn man jenen hilft, die sich selbst nicht helfen können. Und dazu gehören für mich einmal Kinder. Und daher sind wir jetzt hierher gekommen, weil es geheißen hat, wir werden einmal von den Kindern bewirtet. Und das darf man natürlich nicht auslassen. Die den Gästen mit Hilfe der Fernsehköche Andi und Alex ein Menü mit hohen Ansprüchen auftischten. Dass sie gescheit kochen müssen, sonst kriegen wir Ärger, dass das Essen ja nicht gut schmeckt. Es ist schön, wenn man Gutes tun kann mit wenig Aufwand. Aber was ist das Aufwand? Wir machen eine faschierte Frittatensuppe, Erdbeeren mit Sauerrahm. Das kostet nicht viel, aber bringt viel Spaß an die Kinder und viel Glück. Es ist für mich nichts Neues, weil ich selber drei daheim. Also wie gesagt, der Sebastian ist 8, die anderen sind schon ein bisschen größer. Aber es macht immer wieder Spaß. Und wenn du siehst, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Hingabe und mit welcher Freude die Kinder da kochen, ich finde das einfach irrsinnig schön. Ich finde das